Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, es ist Gründonnerstag. Abendmahlsgeschirr und eine Schale mit Wasser zur Fußwaschung. Herzlich willkommen zu dieser digitalen Kurzandacht zum Gründonnerstag im Jahr 2021. Lasst uns gemeinsam beten und zu Gott rufen. Jesus Christus, an diesem Abend hast du uns zusammengerufen. Wir schauen auf dich. Wir sammeln uns an deinem Tisch. Du siehst unseren Hunger nach Leben und Glück und Freiheit. Wir bitten dich, lass uns ruhig werden, loslassen und dich suchen. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, an diesem Abend denken wir an die Gemeinschaft, die du geschaffen hast, sichtbar und unsichtbar. Wir bitten dich, öffne uns für unsere Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde und in allen christlichen Kirchen und darüber hinaus. Öffne uns für dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, an diesem Abend ist der Karfreitag nur einige Atemzüge weit entfernt. Wir bringen vor dich, was uns wehtut und erschreckt, was uns nahe geht und sprachlos macht. Sterben, das wir hinnehmen müssen, und gedenken an unser eigenes Sterben. Wir bitten dich, halte und stärke uns in dir. Herr, erbarme dich. Wir danken dir, Herr, für dein Erbarmen. Lass deine Liebe alles umfangen und deinen Frieden in unseren Gotteshäusern der Welt und in allen Menschenherzen wohnen. Amen. Das Evangelium für den heutigen Gründonnerstagabend steht bei Johannes im 13. Kapitel. Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, wisst ihr, was ich euch getan habe? Fragt Jesus. Die Füße hat er ihnen gewaschen, das hat er getan, auf den Knien, wie ein Diener, wie ein Knecht. Da sitzen die Jünger, die einen mit sauberen und die anderen noch mit schmutzigen Füßen. Da sitzen sie und schauen, beschämt, verwirrt, besorgt. Sie sagen kein Wort. Bald werden sie den Raum verlassen und ganz verstummen. Und die Frage bleibt, wisst ihr, was ich euch getan habe? Begreift ihr es? Wir schauen auf Christus am Kreuz, sehen Brot und Kelch auf dem Altar zum Greifen nah. Und wir sitzen zu Hause, wo immer Sie dieses Video schauen, sehen alles, hören die Worte und wissen, es ist Gründonnerstag. Aber was hat die ganze Geschichte mit mir zu tun? Begreife ich, was Jesus getan hat? Vielleicht, liebe Gemeinde, beginnt alles damit, erst einmal zu schauen. Nur zuzuschauen und vor dem inneren Auge sich auszumalen, was da geschehen ist. Diese Geschichte, sie hat Hand und Fuß. Schmutz und Staub, Wasser und Tuch. Männerhaut, Männermuskeln, Licht und Dunkel. Alles ist in dieser Geschichte zu finden. So schaut es also aus, wenn ein Fest zu Ende geht, spät abends. Ich stelle mir vor, wie sie getrunken und gegessen haben, Pessach gefeiert und inzwischen ist es Nacht geworden. Nacht ist es in dieser Geschichte, vom ersten Passamahl auch in Ägypten vor der Flucht und Befreiung. Und Nacht ist es in dieser Geschichte vom letzten Abendmahl. Der Hintergrund ist Nacht. Und sie haben ein weißes Tischtuch aufgelegt. Im Vordergrund der Tisch. Wie eine Bühne. Jesus und Petrus, die da beieinander sitzen. Und hier geschieht etwas Handfestes. Eigentlich etwas ganz Gewöhnliches und dennoch was Unbegreifliches. So ist es oft bei Jesus. Aus unten wird oben, erniedrigt wird erhöht. Der Lehrer dient dem Schüler, der Rabbi dem Jünger. So und nicht anders ist Gott bei den Menschen. Jesus kniet da am Boden. Er hat sein Obergewand ausgezogen, kniet auf dem Stoff und schaut nach unten. Mit zwei starken Händen hält er den nassen Fuß von Petrus. Er hat Staub und Dreck abgewaschen. Jesus weiß, was er tut. Er ist ganz bei der Sache, ganz bei Petrus und ganz bei sich. Kraftvoll, liebevoll trocknet er den Fuß mit dem Schürztuch ab. Petrus überlässt Jesus den Fuß. Mir scheint, er gibt Gewicht ab. Er überlässt sich selbst Jesus. Der zweite Fuß, er steht noch im Wasser und wartet. Der ungeduldige Petrus ist vielleicht auf einmal ungewöhnlich still. Jesus auch. Er redet nicht, er tut, schlicht und einfach, Hand und Tuch, Hand und Fuß, Wasser und Tuch. So einfach wie Brot und Kelch. Schmecken und sehen. Jesus ist da ganz greifbar, hautnah, herznah. Die Diskussionen, sie sind verklungen. Petrus hatte sich erst gewehrt, er wollte nicht. Herr, du wäschst mir die Füße? Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Aber Jesus bleibt dabei, sehr klar.
Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und da will Petrus auf einmal noch mehr. Hals über Kopf mit Haut und Haar, alles soll Jesus waschen, total. Wiederum hat Petrus nichts begriffen. Es reicht das Wenige, die Füße, das Zeichen. Es reicht ein bisschen Brot, ein Schluck aus dem Kelch. Petrus sitzt da. Stelle mir vor, wie er den Blick gesenkt hat, so wie Jesus. Ganz still. Du könntest hören, wie sich der Fuß im Wasser bewegt. Nur die Wassertropfen sind zu hören. Keiner sagt ein Wort und sie sind ganz bei der Sache. Es ist dieses Beieinandersein, ganz bei sich sein und ganz bei Jesus sein. Darauf wird es ankommen, wenn da alles durcheinander geraten und alles auseinanderbrechen wird. Darauf wird es ankommen. Für uns Gründonnerstagsmenschen in einer durcheinander geratenen, unbegreiflichen Welt mit der Pandemie. Petrus, damals, er hat die Stirn geneigt, in Falten, ernst. Er begreift nicht. Er greift aber auch nicht ein, trocknet den Fuß nicht selber. Alles eigene Tun hat er abgelegt, aus der Hand gegeben. Er begreift nicht, aber er lässt es geschehen. Die Hände gefaltet wie zum Gebet. Begreift ihr, was ich euch getan habe? Liebe Gemeinde, ich frage mich, wie kann Petrus, wie können wir selber es je wirklich begreifen? Vielleicht ist da Beten der einzige Weg. Wenn wir uns und unser Wollen und Tun loslassen und uns ganz in diese Hände Jesu begeben. Ich schaue auf die gefalteten Hände von Petrus und auf meine heute. Die Hände des Petrus, sie haben Netze gehalten, Ruder und Segel. Sie haben schwer gearbeitet, Ähren gerauft und Fische verteilt. Und bald werden sie nach einem Schwert greifen und in wenigen bitterlichen Stunden Tränen aus dem Gesicht wischen. Und am dritten Tag werden sie ein leeres weißes Leichentuch berühren und wieder nichts begreifen. Ich schaue in Gedanken auf diese Hände des Petrus und ich bete zu Gott. Lass mich nicht allein, schenke mir deine Nähe, stärke unser Zusammensein in deinem Namen. Und die anderen Jünger? Alle sind da, noch an den Tischenden, vielleicht links und rechts, Judas und Johannes. Johannes, irgendwie mag ich ihn mir vorstellen im Lichtschein. Er schaut mit einem schönen Gesicht dem Petrus über die Schulter, will ganz nah dabei sein, neugierig sein Gesicht und seinen Blick. Sie gucken, sie schauen den Petrus an. Und auf der anderen Seite der Judas. Vielleicht sitzt er mit dem Rücken zu Jesus, den Beutel voll Silberlingen, vielleicht schon in der Hand. Wir wissen, er wird Jesus verraten und verkaufen, aber das werden sie im Grunde alle tun. Jesus wäscht ihnen allen die Füße, ohne Ausnahme, und mit allen teilt er Brot und Kelch, ohne Ausnahme. Er gibt sich für sie alle hin und wird sterben. Begreift ihr, was ich euch getan habe? Wie können wir je begreifen? Und dann wendet sich vielleicht Judas Jesus zu, löst seine Riemen der Sandalen,
Denn auch dieser Judas liebt Jesus, wie Johannes, wie Maria Magdalena, wie Petrus, wie sie alle, die sie da sitzen. Auch er will Jesus nahe sein, seinem Meister, seinem Messias. Aber Judas fällt es wie Petrus auch schwer, die Dinge einfach geschehen zu lassen, Jesus zu vertrauen. Denn er begreift den Weg nicht, den Jesus geht, diesen ganz und gar gewaltlosen Weg. Judas sieht an diesem Abend nur eine Lösung. Er selbst muss in das Geschehen eingreifen. Er will handeln und einschreiten. Ich schaue auf den Fuß von Judas. Er öffnet die Sandale, bereit für den nächsten Schritt. An diesem Abend wird er den falschen Weg gehen. Aber gerade so wird geschehen, was Gott geschehen lässt. Seine Leidenschaft für uns. So schaue ich auf den Fuß von Judas. Was ist richtig, was ist falsch? Ich bete, führe uns auf dem Weg des Friedens. Besänftige und versöhne uns in dieser wirren Welt. Lass uns deine Liebe leben und zeigen. Der Fuß von Judas, die Hände von Petrus. Begreift ihr, was ich euch getan habe? Das sagt Jesus zu allen, auch zu uns, die wir diese Szene heute betrachten und uns erinnern. Wie Petrus und wie Judas und wie die anderen. Vielleicht sind wir die anderen, die da mehr im Hintergrund sind, die beobachten, was geschieht. Der eine macht vielleicht große Augen, der andere schüttelt den Kopf. Zwei trösten und halten sich. So wird es bald sein. Freitag, und es wird sich alles verfinstern. Und dennoch ist in diesem Bild, was ich vor Augen habe, das Licht. Es geht von Jesus aus. Da leuchtet es. Was Jesus tut, wirft ein neues Licht auf die Welt. Was da geschieht und geschehen wird, es verstört. Es verwandelt die scheinbar unumstößlichen Machtverhältnisse, sogar die Macht des Todes. Jesus wendet sich den Menschenkindern zu, hingebungsvoll, auf revolutionär zärtliche Weise. Kein oben und kein unten mehr, sondern ein leuchtendes Beispiel gibt Jesus, indem er die Füße wäscht. Begreift ihr, was ich euch getan habe? Schauen wir auf diesen Jesus, auf dieses Licht des Gründonnerstags. Amen. So lasst uns gemeinsam beten, wie es dieser Jesus, der die Füße gewaschen hat, uns vorgemacht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo immer Sie auch sind und in den nächsten Tagen sein werden, gehen Sie in diese Ostertage. Folgen Sie dem Beispiel Jesus. Lieben Sie einander mit dienenden Zeichen, immer begleitet von Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.